Willkommen im richtigen Wahlkanal. Heute werden wir uns die besten Starthilfe-Powerbanks ansehen. Die Technex 218 ist eine kompakte Powerbank und Starthilfe, die speziell für den Einsatz im Auto entwickelt wurde. Dank der robusten Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit einer Kapazität von 12.000 mAh ist es möglich, Benzinmotoren bis zu 4 Liter und Dieselmotoren bis zu 2,5 Liter problemlos zu starten. Zusätzlich verfügt das Gerät über zwei USB-Ausgänge, sodass Sie auch mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets unterwegs aufladen können. Ein eingebautes LED-Licht mit verschiedenen Modi, darunter ein SOS-Signal, erhöht die Vielseitigkeit. Zu den Schwachpunkten des Produkts gehört die Ladezeit, die je nach Stromquelle zwischen 3 und 6 Stunden beträgt. Während die Kapazität für mehrere Starthilfevorgänge ausreicht, etwa 20 Starts bei voller Ladung, könnte es für größere Fahrzeuge oder intensivere Einsätze an Grenzen stoßen. Zudem sind die Ladeanschlüsse etwas schwächer im Vergleich zu spezialisierten Powerbanks. Insgesamt ist der Technex ein zuverlässiges und benutzerfreundliches Gerät, das sich ideal als Notfallhelfer im Auto eignet. Dank seiner kompakten Bauweise ist es leicht zu transportieren. Den aktuellen Preis des Geräts kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Die NOCO GB20 ist ein kompakter und tragbarer Lithium-Ionen-Starthilfe-Booster, der speziell für kleinere Fahrzeuge mit Benzinmotoren bis zu 4 Litern entwickelt wurde. Mit einer Spitzenleistung von 500 Ampere ist der GB20 in der Lage, eine leere Batterie in Sekunden wiederzubeleben und bietet bis zu 20 Starthilfen pro Ladung. Zusätzlich dient er als Powerbank zum Aufladen von USB-Geräten wie Smartphones und Tablets und verfügt über ein 100-Lumen-LED-Licht mit mehreren Modi, darunter ein SOS-Signal. Einer der größten Nachteile dieses Modells ist seine Begrenzung auf Benzinmotoren. Für Dieselfahrzeuge wird dieses Modell nicht empfohlen. Außerdem kommt er nur mit einer einfachen Zugbeuteltasche, was für den sicheren Transport nicht optimal ist, sodass es sinnvoll sein könnte, eine zusätzliche Hülle zu kaufen. Für größere Fahrzeuge ist er ebenfalls weniger geeignet. Insgesamt ist der NOCO ein zuverlässiges und vielseitiges Gerät für den Notfall, insbesondere für Besitzer kleinerer Benzinfahrzeuge. Dank seiner kompakten Bauweise lässt er sich leicht im Kofferraum verstauen. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Der SmartSafe SJS27 ist ein leistungsstarker Starthilfe-Booster, der mit 6000 Ampere auch große Fahrzeuge wie SUVs oder Lastwagen problemlos starten kann. Er eignet sich für Benzinmotoren bis zu 10 Litern und Dieselmotoren bis 8 Liter. Zusätzlich dient er als Powerbank und verfügt über eine helle 400-Lumen-LED mit verschiedenen Lichtmodi. Ein Nachteil ist, dass das Gerät relativ groß und schwer ist, was es weniger mobil macht. Außerdem fehlt ein Netzadapter für das Aufladen, was für einige Nutzer unpraktisch sein könnte. Insgesamt ist der SmartSafe ein zuverlässiger und vielseitiger Starthilfe-Booster. Der Preis kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Das Dino-Kraftpaket ist ein leistungsstarkes Starthilfegerät, das speziell für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren bis zu 11 Litern Hubraum entwickelt wurde. Es bietet eine Starthilfestrom von 500 Ampere und kann in der Spitze sogar bis zu 1500 Ampere liefern. Dank der innovativen 4-Zellen-Technologie und dem neuen Energiemanagement sind bis zu 40 Starthilfeversuche möglich, was es besonders effizient macht. Zudem bietet das Gerät zwei USB-Ausgänge zum Laden von Mobilgeräten sowie eine integrierte LED-Lampe mit mehreren Modi, die auch in Notsituationen hilfreich ist. Ein kleinerer Nachteil des Geräts ist seine Größe und das Gewicht, die für ein mobiles Starthilfesystem vergleichsweise hoch ausfallen. Außerdem kann es bei maximaler Nutzung und bei hohen Temperaturen heiß werden, was für den Einsatz unter extremen Bedingungen nicht ideal ist. Einige Nutzer berichten zudem, dass die Ladezeit mit bis zu 7 Stunden etwas lang ist. Insgesamt ist das Kraftpaket eine hervorragende Wahl für jeden, der ein zuverlässiges und vielseitiges Starthilfegerät sucht. Es kombiniert starke Leistung mit zusätzlichen Funktionen wie einer Powerbank und Sicherheitssystemen wie Verpolungsschutz. Den aktuellen Preis des Produkts findest du über den in der Videobeschreibung angegebenen Link zu Amazon. Der Osram Battery Start 400 ist ein leistungsfähiges Starthilfegerät mit integriertem Powerbank-Modus. Es eignet sich für 12-Volt-Fahrzeuge wie Autos, SUVs und Motorräder. Dank der 16.800 mAh Lithium-Kobalt-Batterie bietet es genug Energie, um Fahrzeuge mit bis zu 8 Liter Benzinmotoren und 4 Liter Dieselmotoren zu starten. Die intelligenten Klemmen schützen das Fahrzeug vor Verpolung, Kurzschlüssen und Spannungsspitzen, was besonders bei Notfällen praktisch ist. Zusätzlich bietet das Gerät zwei USB-Anschlüsse zum Aufladen von mobilen Geräten sowie eine helle LED-Arbeitslampe. Nachteilig ist,
dass das Gerät im Vergleich zu einigen kleineren Modellen etwas größer ist und trotz seiner kompakten Bauweise nicht in jede Ablage passt. Außerdem benötigt es zum vollständigen Aufladen etwa 4 Stunden, was für einige Anwender als zu lang empfunden werden könnte. Insgesamt ist der Osram ein solides, vielseitiges Gerät für Autofahrer, die eine zuverlässige Starthilfe sowie eine mobile Ladequelle benötigen. Die genauen Preise kannst du über den in der Videobeschreibung verlinkten Amazon-Link finden. Das Dino Kraftpaket 136235 ist ein multifunktionales Starthilfegerät, das für Autos mit Benzinmotoren bis zu 5 Litern und Dieselmotoren bis zu 4 Litern entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer langlebigen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie bietet es nicht nur Starthilfe, sondern fungiert auch als Powerbank für elektronische Geräte. Der integrierte Kompressor ist ideal, um Reifen oder andere aufblasbare Gegenstände schnell zu füllen. Zusätzlich ist eine helle LED-Arbeitslampe vorhanden, die bei Dunkelheit für ausreichend Licht sorgt. Ein Nachteil des Geräts ist der relativ niedrige Starthilfestrom von 300 Ampere, der für größere Fahrzeuge unter Umständen nicht ausreicht. Zudem berichten einige Nutzer, dass das Gerät bei intensiver Nutzung heiß werden kann. Trotzdem bietet es mit seiner Vielseitigkeit und soliden Verarbeitung eine zuverlässige Lösung für die meisten Pannenfälle. Insgesamt ist das Kraftpaket ein gutes Gerät für alle, die eine kompakte, leistungsfähige Starthilfe mit zusätzlichen Funktionen wie einem Kompressor und Powerbank suchen. Den aktuellen Preis findest du über den in der Videobeschreibung verlinkten Amazon-Link. Das NOKO GBX155 ist ein leistungsstarker Lithium-Starthilfepack, der speziell für große Fahrzeuge wie Lastwagen, Boote oder SUVs entwickelt wurde. Mit einem maximalen Startstrom von 4250 Ampere ist er in der Lage, Motoren bis zu 10 Litern bei Benzin und 8 Liter bei Diesel zu starten. Ausgestattet mit moderner USB-C-Technologie bietet er nicht nur schnelle Ladezeiten, sondern kann auch als Powerbank verwendet werden, um Geräte wie Smartphones oder Laptops unterwegs zu laden. Darüber hinaus verfügt er über ein 500-Lumen-LED-Licht mit SOS-Funktion, was ihn zu einem vielseitigen Begleiter bei Pannen macht. Ein Nachteil dieses Modells ist seine Größe und sein Gewicht, das mit knapp 2,64 Kilogramm für manche Anwender etwas sperrig sein könnte. Außerdem sind die Ladezeiten mit herkömmlichen Ladegeräten lang, wenn kein 60 Watt USB-C-Ladegerät verwendet wird. Ein weiteres potenzielles Manko ist, dass der manuelle Override-Modus, der für sehr leere Batterien gedacht ist, keine Sicherheitsfunktionen wie Verpolungsschutz oder Funkenfreiheit bietet. Insgesamt ist der NOKO 155 eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die ein leistungsstarkes und vielseitiges Starthilfegerät benötigen. Besonders für größere Fahrzeuge oder den professionellen Einsatz ist er dank seiner Leistung und robusten Bauweise ideal. Weitere Informationen, einschließlich des aktuellen Preises, finden Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!